Ein starker Mix aus Drama und Komödie rund um die Liebe zweier Brüder erwartet uns Anfang November mit David Cross und Frederik Lau in den Hauptrollen in den deutschen Kinos. Und damit geht es hier jetzt um Simpel. Ben und Barnabas sind zwei Brüder, wie sie im Buche stehen und durch nichts voneinander zu trennen. Dabei passt Ben ständig auf seinen Bruder, der auch Simpel genannt wird, auf, denn Barnabas ist geistig behindert und auf dem Entwicklungsstand eines Dreijährigen. Diese Tatsache verlangt Ben zwar alles ab, aber kreiert auch ein einzigartiges Band der Liebe zwischen den beiden. Als ihre Mutter verstirbt, droht Simpel die Einweisung in ein Heim, was Ben nicht zulassen kann, und eine Flucht mit einem Plan, auf dessen Weg sie viele neue Menschen kennenlernen werden, nimmt ihren Lauf. Yes, I'm sorry. Das ist geistig behindert. Genau. Hey Jungs, wollt ihr mitfahren? Von 10 bis 10. Wenn ihr nicht drin seid, sind wir weg. Eins. Kommt, Jungs, einsteigen. Was macht ihr in Hamburg? Ein Abenteuer erleben, mal die Welt sehen, ein bisschen rauskommen. Vielleicht leichtere Arten mit einem Behinderten zu reisen. Als geistig behindert, der kann schon noch laufen. Einfach rauslassen. Ah. Magst du meine Titten? Titten. Titten. Aus irgendeinem Grund war er hier ganz alleine. Ich mach nichts anderes, als mich um ihn zu kümmern. Aber davon hast du keine Ahnung. Du bist alleine. Ist auch nicht immer schön. Simpel geht 113 Minuten, ist ab 6 Jahren freigegeben und startet ab dem 9. November 2017 in den deutschen Kinos. Dann erzählt ihm die Geschichte dieser beiden Brüder, deren Schicksal ereilt und damit einhergehend die Tatsache, dass sie voneinander getrennt werden könnten. Zwei Brüder, die von klein auf miteinander groß geworden sind und ein unbändiges Band der Liebe, das sie miteinander verbindet und gleichzeitig auch Verantwortung und Aufopferung. Und was Simpel angeht, haben wir hier einen Film mit einem starken Cast, aber der vor allem in keinem Moment peinlich ist. Dieses Thema von einem Bruder und einem Zweiten, der zwar geistig behindert ist, aber trotzdem die wichtigen Dinge im Leben versteht und mitteilen kann, kommt am Ende hierbei ein Mix aus Komödie und Drama heraus, wo man immer wieder laut auflachen kann und zutiefst gerührt ist. Ein Film, der authentisch ist, nicht drüber gespielt, ein Film, der echt wirkt und von vorne bis hinten an die Seele geht. Ich bin von Simpel fasziniert und deutsches Kino dieser Art kann einen immer wieder stolz machen, was wir hierzulande auf die große Leinwand zaubern können, entgegen aller Klischees und Vorurteile. Aber dazu mein Fazit ein paar Worte mehr. Reden wir kurz über den Cast. Frederik Lau, inzwischen glaube ich 2 deutsche Filmpreise, spielt Ben, spielt den Bruder, der aufpassend ist. Und das sehr aufopfernd, stark, echt glaubwürdig, stimmig. Auch im Trailer sehen wir schon, dass er eigentlich auch manchmal danach sucht, einfach er sein zu können. Aber er weiß auch, dass das in seinem Leben nicht möglich ist. Er will auf seinen Bruder aufpassen, er liebt ihn über alles und übernimmt die volle Verantwortung dafür und stellt deswegen sein eigenes Leben so weit zurück, wie man es überhaupt nur tun kann. Ergänzt wird das eben durch David Cross auf der anderen Seite, der Simpel spielt. Und jemand zu spielen, der geistig behindert ist, verlangt von einem Schauspieler erst einmal eine große Studie im Vorfeld davon ab, wie man eine solche Figur anlegt, soll sie und vor allem, wie man sie darstellt, dass sie authentisch wirkt, nicht peinlich wirkt, nicht irgendwie chargierend, nicht drüber, nicht klischeebelastet, nicht vorurteilsbehaftet oder sich lustig machend über etwas. Und da schafft es David Cross, diesen wirklich schmalen Grat einer Figur zu bilden, mit Barnabas-Simpel, die von Anfang an bis Ende immer den gleichen Wiedererkennungswert hat. Ich immer das Gefühl habe, okay, er bewegt sich komplett in seiner Figur und es wirkt so glaubwürdig, als würde ich einem Leonardo DiCaprio in Gilbert Grape zuschauen. Und das ist nicht irgendwie überspitzt gemeint. Ich bin vollkommen fasziniert und muss sagen, David Cross' Performance in Simpel finde ich ans Herz gehend, finde ich toll, finde ich echt wirkend und finde ich vor allem in Kombination mit Frederik Lau ein tolles Band und eine tolle Chemie der beiden. Dann auf ihrem ganzen Weg und der Geschichte dieser Leben werden sie mehreren Figuren begegnen, sei es eine Medizinstudentin, gespielt von Emilia Schüle. Wie oft habe ich über sie nicht gemeckert in letzter Zeit, aber gerade bei High Society oder Jugend ohne Gott, in diesen Rollen, die irgendwie ähnlich mainstreamhaft angelegt sind, hier ist sie einfach mal locker, authentisch, passt sich gut rein in das Gesamtgefüge des Films. Ein David Striso, der den Vater der beiden gibt und eine wichtige Figur ist für den Plan, den sie schmieden und eigentlich gegen seine oft sonst warme, herzliche Art hier doch in eine Richtung geht, die auch überrascht dann innerhalb des Films. Axel Stein gefällt mir ebenfalls gut. Zwar nicht viel Screentime, aber genau dann der kumpelhafte, warmherzige Faktor und eben am Wegesrand dieser Geschichte, dieses Roadmovies, diese kleinen Anekdoten, die es braucht, um dem Film richtig schön Leben einzuhauchen. Genauso wie Annette Frier als Prostituierte, die das mal ganz locker runterspielt und dabei so eine grundsympathisch solide Art und Weise an den Tag legt. Und so gibt es immer wieder weitere Figuren, sei es ein LKW-Fahrer mit seiner eigenen Familiengeschichte und viele ringsherum, die aus dieser Gesamtgeschichte viele kleine Geschichten machen, bei denen es Spaß macht, sich diese eben anzuhören und auch darüber nachzudenken. Die Kameraarbeit, und jetzt kommen wir insgesamt zu dem Technischen. Das ist nicht unbedingt aller
erste Sahne und mit höchstem Budget letztendlich hier bestrichen, was diesen Film angeht. Aber das zeigt doch einmal mehr, was wichtig ist, gerade wenn wir uns bei Dramen und Komödien wiederfinden und in deren Mix. Es geht um die Geschichte und wie wir mit Timing und den richtigen Momenten und den Bindegliedern zwischen einzelnen Handlungssträngen umgehen, um eine Geschichte zu erzählen, die das Publikum fasziniert. Handwerk muss da nicht allem voran so wertig sein. Das merkt man nicht bei der Kameraarbeit. Man weiß nicht so richtig, sind wir hier bei einem Fernsehfilm oder bei einem Kinofilm. Das sieht nicht unbedingt wie für die große Leinwand gemacht aus, ist aber auch völlig egal. Es funktioniert, weil es das, was es zu erzählen geht, gut einfängt. Und das mit der Anzahl an Kameraeinstellungen, die es eigentlich auch nur dafür braucht. Das Szenenbild bei einem Roadmovie ist querfeldein durch Deutschland, aber zum großen Teil in Norddeutschland, bekommt deswegen immer sowas leicht luftig, eisiges, freies, große Landschaften, wenig Berge, aber ist jetzt auch nicht wahnsinnig wichtig für den Film. Die Musik ist untermalt und begleitend oder in vielen Momenten auch gar nicht vorhanden. Immer wieder ein gutes Mittel, stilistisch immer zum Nachdenken anzuregen, Kostüm und Make-up den Figuren angepasst, also Polizist trägt natürlich Uniform, die Stripperin soll so aussehen wie eine Stripperin und so weiter und so fort. Außer Simpel, der immer wieder mal auch anders angekleidet, eingepasst wird in die einzelnen Handlungsstränge. Entschuldigt bitte, meine Stimme rutscht ein bisschen weg, bin etwas erkältet aktuell. So. Und damit sind wir bei dem Handwerklichen soweit durch, muss ich sagen, wenn man mich fragt, bei was finde ich gut an Simpel? Ich mag den Cast, wir haben eine schöne Geschichte, die ans Herz geht, die erzählt wird, sie hat eine gewisse Echtheit, die transportiert wird. Von der ersten Sekunde an habe ich das Gefühl, hier nicht irgendwie ein Bären aufgebunden zu bekommen, sondern die Geschichte zweier Brüder zu erleben, die so einfach auch stattfinden könnte. Sie ist dabei zu Tränen rührend und trotzdem immer wieder witzig, herzlich und nicht peinlich. Und so ist deutsches Kino, wie es sein sollte, nach meinem Geschmack, und bleibt beim Wesentlichen und verrennt sich nämlich auch nicht in mögliche Abzweigungen. So hätte man in Simpel auch eine Liebesgeschichte implantieren können und vielleicht wird die auch touchiert, aber man bleibt beim Wesentlichen und versucht dann nicht irgendwelche Seitenschauplätze aufzumachen, die gar nicht fundamental sind für das, was man erzählen will. Deswegen gut inszeniert, hat sich dabei gut was gedacht, den richtigen Cast gefunden und mit aller Ruhe sich selbst treu geblieben. Eine schöne Geschichte. Was finde ich vielleicht nicht so gut? Ich habe sehr früh erahnt bei Simpel, wo wird der Film am Ende hingehen. Generell ist das immer ein bisschen schwierig. Bei einem Genre wie zum Beispiel dem Thriller wäre das fatal, weil da will man Spannung aufbauen. Das Publikum sollte nicht wissen, was als nächstes passiert. Aber hier in der Konstellation ist das gar nicht so schlimm, weil es geht mehr um das Wie als um das Was. Und vielleicht ist der Film ein Ticken zu lang. 113 Minuten, 10 Minuten runter, hätte vielleicht noch ein bisschen besser funktioniert. Aber ich muss sagen, wer gutes deutsches Kino mag, sollte bei Simpel die Augen offen halten. Von mir bekommt er 8,5 von 10 möglichen Punkten als Drama-Komödien-Mix und insgesamt 8 von 10 möglichen Punkten und ist damit einfach stark. Ich danke fürs Reinschalten und wünsche euch ganz viel Spaß im Kino.